So, heute gibt es einen Ofenkürbel. Wird jetzt halbiert. Ich hoffe, das klappt. So, jetzt wird er entkernt. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Fruchtfleisch. Kratzen wir mit dem Löffel weg für die Füllung quasi. Und dann kommt der Kürbis 15 Minuten in den Backofen mit dem Deckel drauf. Also quasi 15 Minuten einmal rein, dass er schon mal angebacken wird. Und in der Zeit bereiten wir die Füllung zu. So kommt das Ganze jetzt in den Ofen für 15 Minuten. Jetzt schneiden wir die anderen Zutaten für die Füllung. Das ist einmal Frühlingszwiebel, Tomate, Knoblauch und Schafskäse, was wir quasi in kleine Stücken schneiden. So, einmal Knoblauch fein hacken. Schafskäse in Würfel schneiden. So, beim Bauer Lipp habe ich so ein Kürbisgewürz mitgenommen. Da mache ich jetzt so ein bisschen rein. Und dann natürlich Salz und Pfeffer. Dann geben wir ein bisschen von dem, oder das meiste von dem Knoblauch mit hinzu. Dann etwas Tomatenmark. Und das Beste mischen. Dann noch etwas Sojakusin hinzu. Jetzt wird das Ganze in die Kürbisse gefüllt, beziehungsweise in die Kürbishälften. Jetzt machen wir noch einen Dip dazu. Dafür nehmen wir einfach Joghurt mit etwas Schnittlauch, restlichen Knoblauch, Salz. Das Ganze verrühren und dann ist das quasi unser Dip für zum Kürbis. So, et voilà. Ofenkürbis mit Joghurt-Dip. Der ultimative Taste-Test für Code Orange. Also ich weiß nicht, was ich davon halte. Also ich liebe Kürbissuppe, ne? Bin ich safe dabei, aber ich weiß nicht, was ich von diesem... Aber ich kann... Den Kürbis mitessen. Den Rand quasi. Nee, du kannst den ganzen, auch die Haut. Aha. Erstmal die Füllung. Guck mal, der Helm ist in mir geiert. Es ist alles weg, oder? Das Buch, deine Recherchen, die Fotos von die Füllung kann was. Ist der Kümmel dran, mäßig. Ich habe dieses Kürbisgewürz dran vom Bauer Lipp. Mhm. Gut. Kann man machen. Punkte. Also ich sag mal so, die Füllung ist affengeil, ne? Aber ich weiß nicht, was so richtig gut dazu passen will bei einer Kartoffel, Alter. Das ist jetzt Low Carb. Ich merke. Und Kürbis oder Code Orange Rezepte Vlog. Oh, ewig kriegt was voll vor. Das ist das Kürbisgewürz wahrscheinlich. Ja, wie viele Punkte? Na, 8 von 10. So, aus den Zutaten zaubern wir jetzt eine Kürbissuppe. Als erstes wird der Kürbis geputzt, also quasi von den Kernen befreit und kleingeschnitten. Wir brauchen jetzt 800 Gramm Kürbis in Würfel geschnitten. Und das mache ich jetzt gerade, nachdem ich den von den Kernen befreit habe und gewaschen habe. Die Möhren geschält. Jetzt schneiden wir die Möhren in Ringe, Zwiebel schälen und auch in Würfel schneiden. 5 cm großes Stück Ingwer. Auch in Würfel schneiden. 2 Esslöffel Butter in einen Topf. Und dann wird das Ganze angedünstet und dann mit Brühe aufgegossen quasi. Jetzt habe ich hier selbstgemachte Gemüsebrühe aus dem Thermomix. Benutze ich jetzt auch alles für die Würze.
Jetzt wird erstmal der Kürbis angebraten, also das Gemüse angebraten und dann mit Brühe aufgegossen und köcheln gelassen. So, jetzt mit der Brühe aufgießen. Das wird jetzt hier mit dem Mixstab püriert. So sieht die pürierte Suppe aus. Jetzt hier alles einmal gesiebt. Eine Dose Kokosmilch noch dazu. So etwas Pfeffer. Ein bisschen Sojasauce. Das ist dann die Kürbissuppe. So, Taste Test. So, aber ich habe mir noch einen Schuss Maggi drauf gemacht. Ich weiß, Maggi, bla bla bla, aber das könnt ihr für euch behalten. Maggi muss. So. Mhm. 10 von 10. 8 von 10. Okay. So, hier habe ich Kürbispüree selbst gemacht. Das brauchen wir nämlich gleich für den Kuchen. Und das hier habe ich quasi zum Eingefrieren gemacht. Das hier hebe ich im Kühlschrank auf für Pumpkin Spice Latte. Als erstes wird eine Springform eingefettet und mit Mehl bestäubt. Jetzt erstmal hier das Backpapier außenrum. Mit Backkrempel einsprühen. Dann ein bisschen Paniermehl rein. Und dann verteilt man das so, dass man quasi später den Kuchen besser lösen kann. So, als erstes 3 Eier in eine Schüssel geben, Rohrzucker mit hinzugeben und das Ganze schaumig rühren. 170 Gramm Kürbispüree und quasi 110 Gramm Kokosöl hier mit reingeben, Vanilleextrakt hinzugeben, Honig hinzugeben. Weizenmehl 200 Gramm hinzugeben, Pulver, 2 Teelöffel, also 10 Gramm, Pumpkin Spice Gewürz von Just Spices, je nachdem 1-3 Teelöffel, ich mache jetzt nur einen. Einmal durchsieben. In die Springform geben und jetzt in den Backofen. Für den Guss wird Puderzucker gesiebt. So, jetzt eine Zitrone für den Guss auspressen, also eine halbe. Jetzt bereiten wir den Guss zu. Honig für den Taste, man kann auch Ahornsirup nehmen, dann ein bisschen Zitronensaft und jetzt einen Guss anrühren. Und jetzt Guss auf dem Kuchen verteilen. Ich darf wieder was Taste testen. Taste Test! Kürbiskuchen. Warum ist denn der auf dem Kopf? Warte mal, egal. Nee, warte mal, ich will die krustige Kruste oben. Oder ist der nicht krustig? Also er riecht schon mal gut. Ist gut, aber irgendwie flach. Wie flach? Ja, wie sagt man dazu? Da fehlt der Kick. Was für ein Kick? Mama, ich gebe dir mal ein Stück. Nee, du musst ja, du hast doch falsch gemacht. Der Guss ist jetzt auf dem Boden, was du gemacht hast. Und wer macht denn das so? Warum kommt denn der Guss auf den Boden? Vielleicht ist das der Kick, der fehlt. Mhm. Mhm. Mm, wow. Mhm. Wie viel von wie viel? 9 von 10. Können wir den nochmal machen? Den können wir nochmal machen. Aber übertreib's nicht mit diesen Hokkaido-Rezepte. Cold Orange! Natürlich darf ein Pumpkin Spice Latte in unserer Serie auch nicht fehlen. Und das erste, was wir machen, ist. Wir schäumen Milch. Ich nehme dafür immer die Barista Kokosmilch.
hier in den Milchschäumer rein und dann haben wir schon mal erstmal die Milch. Und nicht höher suche ich mir das hier aus. Also ihr seht hier, es ist schon am werkeln und wir können jetzt auch schon den Kaffee zubereiten. Für den Kaffee benutze ich hier so ein Kaffeekännchen von Kiki's Kitchen und natürlich hier den Pumpkin Spice Kaffee von Nespresso. Den gibt es dieses Jahr tatsächlich noch nicht, aber ich habe noch von letztem Jahr einen übrig. Und dann drücken wir da drauf. Hier sieht man jetzt richtig schön den Milchschaum. So, jetzt habe ich hier Kürbispüree. Das habe ich selbst gemacht. Und da geben wir jetzt auf jeden Fall einen Esslöffel in das Glas rein. Jetzt einmal den Kaffee drüber. Und was ich jetzt noch zusätzlich mache ist, weil ihr habt gesehen, das Püree war ziemlich feste. Erstmal gebe ich mal noch hier von diesem Pumpkin Spice Gewürz noch hinzu. Also das kann man jetzt nach x Belieben machen, wie man das geschmacklich haben möchte. Also ich mag es jetzt nicht ganz so extrem. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal so einen halben Teelöffel. Und dann mixe ich das einfach schon mal hier mit so einem Schäumer durch, dass sich das Püree schön verteilt. Ich könnte jetzt natürlich auch die Milch mitmixen, aber das finde ich nett, dass ich halt einen schönen Verlauf habe. Und jetzt kommt der letzte Step. Jetzt kommt die Milch dazu. Mit schönem Schaum. Jetzt können wir hier noch zur Deko eine Prise von dem Pumpkin Spice Pulver auf den Milchschaum machen. Und dann ist es schon perfekt. So, Taste Test. Wenn ich das schon rieche, ne? Der Doma ist halt kein Fan, aber du hast schon den beim Starbucks probiert und jetzt kannst du. Ja, da bin ich auch kein Fan von. Ist nicht meins, schmeckt aber besser als von Starby hier. Wirklich? Oh, das gefällt dir. Nimm mal du einen Hub. Das schmeckt besser als vom Starbucks. Ist gut. Ja. Punkte? Ich kann es ja nicht fair bewerten. Aber ich gebe von so einer Pumpkin Spice Gönner Skala gebe ich einen 9 von 10. No. Ja. Ich auch.